Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Beta Simplex Update. Die Beta Simplex Babys sind hier in dem Gefäß und ich habe gerade eben sauber gemacht. Wie ihr seht, alles habe ich nicht erwischt. Ich habe gerade noch die Strömung etwas hochgestellt, sodass die letzten Schwebteile dann vom Filter angesogen werden. Ja, hundertprozentig clean mache ich das ja nie, weil in den Ecken, wo ein bisschen Algenwuchs ist, sich doch mal der ein oder andere kleine Mikroorganismus bildet, was die Tiere dann natürlich auffressen. Und ihr seht hier vorne schon, hier sind schon, ist schon ein bisschen größerer. Hier ist einer noch drin, der ist noch ein Stück größer, so fast 2 Zentimeter, 1,5 Zentimeter. Das ist jetzt einer von den mittleren, wenn ich jetzt mal hier meinen Finger so daneben halte. Ja, macht nicht ganz scharf, aber ihr seht es ja. Es ist schon ein kleines Fischlein. Guckt schon durch die Gegend. Hat einen lustigen Mund. Also schon super süß. Ja, es gibt hier noch ein paar kleinere. Die sind noch dunkel und auch da hinten sind ein paar kleinere. Die sind irgendwie immer noch nicht am Wachsen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich lasse mich aber jetzt einfach überraschen. Die kriegen jetzt zu dem Mikrowürmchen und den Artemia auch jetzt habe ich den Namen vergessen. Copepodidae, irgendwie so Meerwasserflöhe, Plankton. Habe ich euch auch in dem letzten Video vorgestellt. Und ich habe auch in meinem Kampffischfutter-Video die Tiere einmal vorgestellt. Die sind super geeignet für die Aufzucht. Gerade jetzt ab dieser Größe, weil die immer noch, weil die verschieden groß sind auch. Das heißt, die ganz kleinen Tierchen können die kleinen essen und die etwas größeren, die größeren dementsprechend. Und ja, ich bin super zufrieden mit dem Wachstum hier. Und ja, also echt toll und ich bin gespannt, was da noch jetzt passiert. Meine kleine Maus schreit hier rum und ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ihr seht, die Strömung wird gerne angenommen. Das ist auch wichtig, dass die Tiere schwimmen und nicht nur in der Ecke rumhängen, weil anders bilden sich natürlich keine Muskulatur und keine Flossen, sonst werden es dann meistens Bauchrutscher, wenn sie nur essen und rumliegen. Hier haben sie natürlich auch Ruhezonen, aber man sieht schon, dass viele, auch die größeren vor allen Dingen, anfangen, hier die Strömung für sich zu nutzen und hier die ja, das ja, sich bewegen. Also bei so einer Bewegung sehe ich jetzt keinen negativen Aspekt, also das ist noch nicht zu stark. Und wie gesagt, habe ich hier halt auch überall noch Zonen, wo es nicht so stark ist. Ja, wie ihr seht, habe ich da hinten einen kleinen Helfer. Ich hoffe, der macht hier ein bisschen sauber zwischendrin. Und ja, der ist gerade mal 2 cm groß, der Antennenwels. Und wenn er natürlich größer wird, dann kommt er in sein großes Becken. Ich habe aber Antennenwels-Babys und die habe ich jetzt mal ausprobiert, weil mit Schnecken wird das Becken ja irgendwie noch dreckiger. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren, ob der hier ein bisschen, ja, die Algen abgrast und so weiter. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich fütter den natürlich auch zu. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.